Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Die Siedler von Catan. Im Moment sieht es gar nicht so schlecht für mich aus, aber für die Hildegard auch nicht, aber für die Lenfier, naja. Hä, wieso? Hab ich noch nichts? Wo sehe ich ihn? Achso, da oben. Ah, okay, ja gut. Du hast nur 3 Punkte. Ja, ich komme. Das wird noch. Aber dafür darfst du jetzt wieder würfeln. Juhu. Und, Räuber? Nein, oh, knapp. Aber nein, das bringt mir doch gar nichts. Manu. Ach, Schaf ist voll doof. Keiner braucht Schaf, oder? Na, wenn du eine Siedlung bauen willst oder eine Entwicklungskarte, dann schon. Okay, tadam. Achso, was willst du denn? Sag mir das doch, ich hab da auf Auto ablehnen. Achso, ich möchte, Moment, ich würde gerne Lehm. Hast du Lehm? Ja, aber das kostet. Was würdest du dafür haben? Mindestens 3 andere Sachen. 3? Also ich könnte dir 2 Erze geben und ein Schaf? Schaf brauche ich nicht. Dann die 2 Erze? Wenigstens. Und ein Holz? Na, das brauche ich leider, sonst geht's nicht auf. Also dann bringt mir das Leben nichts mehr. 2 Erze und ein Getreide? Habe ich nicht. Ich habe nur Schafe und Erze. Also ich kann dir 2 Erze geben. Nein. Dann muss ich bei der Bank. Dann muss ich der Bank 4 Erze geben und dann das Lehm eintauschen. Na gut, dann machen wir das. Ja? 2 Erze? Ja. Okay. Ich habe es eingetragen. Geht das jetzt? Oder nicht? Ja. Okay. So. Okay. Dankeschön. Jetzt kann ich nämlich eine Straße bauen. Yay. So. Möchte nämlich da eine Siedlung bauen, damit ich nochmal Glück habe vielleicht und Lehm kriege. Ansonsten... Ob die Hildegard Schafe braucht? Ich probier mal kurz. Ich glaube, hatte ich das schon probiert? Nee, will sie nicht. Okay. Vielleicht so. Mehr kann ich ihr nicht geben. Nee, okay, dann nicht. Ja, jetzt habe ich kurz überlegt, aber nein. Okay, dann mache ich jetzt weiter, dann bin ich erstmal durch. Nein, Hildegard, so nicht. Ich habe keinen Weizen, was ich geben könnte. Und ich gebe ihr auch keinen Weizen. Die will doch schon wieder Städte bauen. Ich sehe es doch schon. Ja, klar. Die hat 11 Karten, boah. Wir haben alle so viele Karten. Siehst du das? Oje, wenn da mal jetzt der Räuber kommt, das tut weh. Hoffen wir das Beste. Nein. Nö. Na, endlich hört's auf. Okay. Gott sei Dank, Schäfchen. Noch mehr Schafe. Yay. So viel Schafe. Viele, viele bunte Schafe. Ging das so? Ich glaube, nein. Nicht? Mann, ich krieg das Brett nie so richtig hin. So ist, glaube ich, ganz schön. Ich kann mich immer nicht entscheiden, wie weit ich hier rausscrolle. Oh, noch eine Stadt. GZ? Hast du Lehm? Nee, gar nicht. Null. Hör mal, Hilde. Wilde Hilde, gib mal Lehm. Ich glaube, der hat keins, oder? Wurde ja nichts gewürfelt. Naja, oder will nichts abgeben, das kann natürlich auch sein. Krass, ne? Wenn eine 10 gewürfelt wird, dann kriegt die jetzt schon 3-mal Lehm auf einmal. Ja. Das ist schon hart. Naja, nicht für sie. Ja. Eine 8? Bringt mir gar nichts. Ich habe da noch kein Haus stehen. Manu. Doof. Mist. Kann ich nicht. Du hast auch kein Lehm, oder? Wahrscheinlich. Ja, keine Art Lehm. Na. Hast du Getreide, was du loswerden willst? Auch nicht. Und dann versuche ich nochmal kurz einmal bei Hilde, aber... Nee,
Okay. Warte mal, ich bräuchte. Wie geht die Bank hier? Achso, ich brauche ja noch mehr. Ich brauche ja nicht nur das. Ah gut, lieber Karten loswerden, bevor der Räuber kommt und dann sind die Karten einfach so weg. Das ist auch scheiße. Dann mach ich's lieber so. Eins. Das da. Jetzt habe ich 7. Okay, da kann mir der Räuber nichts. Guck, ist auch gar nicht mal so blöd, ja. Die Karten lieber umwandeln, bevor der Räuber kommt und dann sind sie gleich weg. Ja, das ist richtig klar. Das ist halt ein Risikospiel. Dann mache ich sogar auch gleich das hier. Achso, Moment. So. So, das war jetzt eine teure Angelegenheit, aber wenn jetzt eine 3 gewürfelt wird, dann kriege ich wenigstens mal ein bisschen Leben. Ich hoffe, das passiert so in den nächsten Jahren mal. Ja gut, ist auch nicht schlecht. Holz kann man auch gebrauchen. Ich habe gar nichts mehr. Ach, mit der handel ich eh nicht. Geh weg. Ich habe auch überhaupt keine Rohstoffe mehr. Es baut ja auch noch da hoch. Ich schwert bekloppt. Aber fällt dir mal auf, die ist kaum, also die baut gar nicht Straßen und so, ne? Die bleibt so auf ihren kleinen Flecken irgendwie und baut da eher ihre Städte aus. Tatsächlich. Naja, du hast sie gut zugebaut da, ne? Da vor allem da im Süden. Daran kann es auch liegen. Ja, das stimmt. Da wollte die runter, ja. Tja, hat sie nicht mit mir gerechnet. Tja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Alles gut, ne? Nee, ich habe gar nichts mehr. Ich habe nur noch 2 Holz. Mehr habe ich nicht. Und die hat, glaube ich, auch keins, weil es wurde nie eine 10 gewürfelt. Die dürfte eigentlich auch kein Leben haben. Nehme ich fast an. Jetzt habe ich aber 8 Karten, das ist nicht gut. Ah, kannst du umwandeln, oder? Nee. Also, falls du Holz brauchst, ich kann dir ein Holz geben für irgendwas, aber mehr kann ich nicht machen. Was würdest du denn abgeben? Oder, also, du gibst... Ja, ich habe nur Holz wegzugeben. Wäre egal, weil ich brauche gerade alles, also da kannst du mir quasi geben, was du willst. Schaf? Ja, gib mir, was du möchtest. Okay. Yay, ein Schäfchen. So. Jetzt kann der Räuber ruhig wieder kommen. Hast du auch eine Stadt ausgebaut oder was hast du gerade gemacht? Nee, ein bisschen was umgetauscht. Ah, okay. Sehr gut. 11. Nee, 11 habe ich nicht. Oh, guck mal, du hast Lehm bekommen. Ich habe Lehm bekommen. Boah, ruf die Zeitung an, das gibt's ja nicht. Gleich auf der Titelseite. MS Standard erhält Lehm bei Siedler von Catan. Unglaublich. Lesen Sie die ganze Story beim Bild. Ah nein, sie kriegt Lehm. Oh, oh. Das ist nicht wow, hat sie... Oh nein, ja, das war und klar. Sie kann bauen. Ah, musst du aufpassen, die baut dich nachher dazu. Wenn ich ja, brauche ich jetzt auf jeden Fall gleich ein Holz, damit ich da die Straße runterbauen kann. Weil dann ist sie komplett eingesperrt, dann kann sie vergessen. Ja, das ist klug, ja. Ja gut, was sie könnte natürlich dann noch, ne, aber naja. Oh, sie gibt Lehm für ein Schaf? Oh, das muss ich leider tatsächlich eingehen, das Angebot. Verdammt. Okay, sie hat ein Haus gebaut. Shit. Ja, das war gut. Clever von dir. Ja, ich brauchte leider das Lehm. Das musste ich jetzt leider machen. Weil ich krieg nie Lehm. Das ist so blöd. Es wird nie eine 3 gewürfelt. Nein. Tausch doch nicht mit ihr, die baut doch gleich wieder. Tja, schon klar. Ich will aber auch bauen. Ja, aber doch nicht mit der. Also nicht mit ihrer Hilfe. Die baut gleich wieder eine Stadt, ich sehe schon. Mit den Items. Du bist dran, ja. Eine 4. Ja, Erz. Cool. Aber jetzt hast du sie zugebaut da auf jeden Fall. Da kommt die jetzt nicht mehr dran vorbei. Ja, das habe ich gut gemacht, ne? Wenn du nicht alles versaut hättest. Wieso habe ich was versaut? Ne, weil du gerade mit der getauscht hast, dann konntest du die doofe Siedlung da bauen. Entschuldigung. Ich musste halt, ich brauchte das. Das ist doch verrückt. Oh, ich krieg Holz. Ich krieg Holz. Yay, ich hab Erz. So, ich muss mal hier ein bisschen vorankommen. Hier könnte ich Zeug handeln. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Achso, aber hier kann ich ja nicht bauen. Aber ich kann... Nee, das ist auch doof. Das ist ja voll doof. Da kann ich nicht bauen. Da kann ich nicht... Hier runter kann ich bauen, aber...
Da ist ja Wüste, das bringt ja gar nicht. Ah, die Bauplätze sind gerade echt doof. Ich bin auch jetzt so ein bisschen eingebaut tatsächlich hier. Wobei ich da gerne... Ich glaube, ich baue da trotzdem hin. Hauptsache, ich habe den Hafen und kann gut handeln vielleicht. Obwohl ich erst selten Holz kriege, vielleicht war es auch... Naja, jetzt habe ich es gebaut. Jetzt kann ich auch nicht mehr ändern. Naja. Eine 6. Ah, Schäfchen! Mäh. Nein. Nee. Hildegard, kannst du vergessen, die will schwer eine Stadt bauen, ich sehe es doch. Jetzt hat sie einen Weg gebaut, okay. Ah, die will da oben bestimmt. Da kriegt die von mir gar nichts mehr. Nee, die kriegt von mir auch nichts. Außer sie macht ein richtig geiles Angebot, aber ansonsten kriegt sie nichts. Ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Eine 12, ja, glaubst du selbst nicht, ey. Ach Mensch, das einzige Feld, wo keiner gebaut hat, glaube ich. Ja, tatsächlich. Halt. Was? Bank, zack, dies und das und dann spät. Schwupp. Ja, du hattest auch zu viele Karten, glaube ich. Ach nee, hattest glaube ich noch nicht. Wow, eine Siedlung. Nicht schlecht. Du hast gleich gewonnen, ne? Mensch. Naja, noch nicht, ne? Ist heute nicht meine Runde. Ja, du brauchst ja noch einen Punkt, also das ist ja gleich. Schade, ich hätte wenigstens gerne den zweiten Platz, aber ich glaube, Hildegard werde ich den nicht mehr abspenstig machen hier. Naja. Ja, das ist halt immer Würfelglück, ne, bei dem Spiel, muss man schon dazu sagen. Ja. Auch ein bisschen Taktik, klar, aber wenn so gar nichts kommt, dann sitzt du nur mal da und kriegst keine. Habe ich ja bei der letzten Partie auch gehabt zwischen uns hier. Das, wenn nichts kommt, kommt nichts. Ja, ist ein bisschen... Manchmal sitzt man auch nicht da und kann ewig nichts tun, ne? Also sitzt du einfach zügelang da so und es passiert nichts. Das ist echt schlimm. Ich sehe schon, keiner hat Leben. Huch. Nee, ich habe tatsächlich kein Leben, ne? Na, ich hatte auf sie gehofft, aber... Weil sie ja so viele Karten hat, aber ich glaube, die hat auch keins. Eine 4? Wow. Ist ja auch selten. Nein. Die hatte Leben. Da. Die hat ganz viel Leben. Die blöde Kuh. Na, die will bloß nicht tauschen. Ja, die verarscht uns. Bitch. Also sowas. Oh, bitte keine 7 würfeln. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott. Mein Herz. Oh, ich krieg Holz. Schön. Eine 3 wäre noch schöner. Du hast gewonnen. Ja. Mensch, das war jetzt zackig. Haha, ich habe gewonnen. Und jetzt würde mich mal interessieren. Du bist aber ein schlechter Verlierer. Gewinner. Ich weiß. Ich mach das nicht, wenn ich gewinne. Warte mal. 50 Erfahrung, Rang 3. War ich vorher schon Rang 3 oder waren wir Rang 2? Zeige Fortschritt. Aha, guck mal. Also, guck mal. Hast du schon mal auf Zeige Fortschritt geklickt? Nein. Weil da ist nämlich Level 1 Belohnung, Köcher. Level 2 Belohnung war die Gildenmitgliedschaft. Und Level 3 wäre Turnierteilnahme. Also man kriegt immer irgendwas dazu. Beim nächsten Mal dann Schwert und. Also gibt es schöne Sachen zu gewinnen tatsächlich. Aha, okay. Cool. Also tatsächlich Sachen, die man dann auch im Spiel gebrauchen kann, oder wie? Nee. Das ist, also gut, das Turnier mitmachen ist ja quasi, du nimmst an einem richtigen Turnier mit Leuten wahrscheinlich teil. Aber die anderen Sachen, das ist hier die Deko. Siehst du das bei meinem Avatar? Die hat so einen Köcher auf dem Rücken. Ja, sehe ich. Ja, und dann kannst du auch Schwert und sowas halt auf dem Rücken schneiden. Ganz cool eigentlich. Wow. Aber wieder. Aber hattest du jetzt irgendwie, dass du wieder Münzen bekommen hast? Weil diesmal stand es bei mir nicht. Ich habe das jetzt eigentlich irgendwie nur weitergeklickt, aber ich habe immer noch 100 Münzen. Also da habe ich wohl nichts zu bekommen. Also nicht. Ja, ärgerlich, weil ich habe jetzt auch wieder nichts bekommen und habe ja aber auch die vom ersten Mal nicht bekommen. Das ist jetzt echt blöd. Jetzt habe ich einfach 0 immer noch. Naja, ja. Gut. Ja, das Doofe ist, die Folge ist jetzt nur 14 Minuten, aber gut, ist ja nicht so schlimm, ne? Tja, was soll ich machen, ne? Ja, das ging jetzt aber auch richtig zackig, ne? Du hast jetzt richtig vorgelegt, Mensch. Und weißt du, was ich versucht habe? Ich wollte nämlich noch unbedingt ein Lehm kriegen, damit ich eine Straße bauen kann. Dann hätte ich dir nämlich deine längste Straße abspinstig gemacht. Das war mir klar, dass du das wolltest. Ja, aber es hat nicht mehr funktioniert. Ich war nicht schnell genug, leider. Du bist nämlich so ein fiesen Möb. Ich werde einfach nur die längste Straße haben. Ich weiß nicht, warum. Ich bin da voll fixiert drauf, dass ich die längste Straße habe, nicht? Merkt ihr, ich habe den längsten. Ich will noch nicht mal Spiegel, wenn ich will nur die Straße haben.
Ja, das ist wahrscheinlich so ein Frauending. Ich weiß auch nicht. Der freudsche Penisneid. Okay. Tell me more. Okay, Leute. Ich und Stani unterhalten uns noch ein bisschen über Freud. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi. Bye, bye.